connected. Oh, hier? Haben wir hier? Boah, was? Guck mal da! Ah, nein, das ist sie doch! Lass die Bitches tanzen à la Figaro. Oh, Junge, es ist Blackout. Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout. Shorty kriegt ein Blackout. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackies am Start mit einem neuen Tool-Vlog mal wieder mit dem lieben Lukas Litz. Du hast schon, ey, ich frage mich, wann du das mal aufkriegst mit deinem Einsatz. Schreib mal jetzt schön alle unter dem neuen Video von Lukas Litz. Was wollen wir da Schönes schreiben? Komm, wir sind eine Community. Hashtag Schnarchnase. Geil. So machen wir das. Hashtag Schnarchnase. Schreibt das alles unter Lukas Litz neues Video. Er ist der erste Link in der Beschreibung. Das wird natürlich geil. Oh, ich feiere diese Porsche, diese vier LEDs. Ja, diese Punkte da. Ja, am Anfang dachte ich so, was ist das? Aber mittlerweile finde ich richtig geil. Fahrschule! Das ist gar keine Fahrschule. Das ist keine Fahrschule. Das ist Fahrschule. Nee, das ist keine Fahrschule. Oder da war eine helle Jacke an. Ja. Oh. Ja, das sah so richtig aus wie eine Fahrschule. Oh Gott, oh sorry. Wir reden, glaube ich, richtig laut. Die haben sich da vorne schon umgedreht, als wir da hinten gelacht haben. Das nimmt ganz geile Ausmaße an. Das kriegen wir gar nicht mit. Was sie wohl denken, wenn ich so hier einfach rede, aber nach vorne und nicht zu dir. Ey, wie witzig ist das? Nee, bald fahren wir mit Lautsprechern rum, dass alle das in der Umgebung hören. Live-Dual-Vlog sozusagen. Ja. Oh, ey, ich höre das durch dein Mikro. Ach, hier sind wir! Kurvenlage katastrophal schlecht von mir. Ja, gar nicht eingefahren. Ja, überhaupt nicht. Außerdem bin ich das letzte Mal mit einer anderen Maschine Kurven gefahren. Deswegen, jedes Bike fühlt sich da anders an. Die Supermoto ist so weich, kannst du so umwerfen. Das stimmt. Also ich bin mit der Touring-Kurven gefahren, das war so auf dem Sofa. Das war geil. Ja, es fühlt sich witzig an, ne? Ja, ja, also nicht schlecht, aber witzig. Nee, anders einfach, anders. Ja. Boah, geiler Audi. Ich feier das, wenn die Front so alles schwarz ist, auch bei Mercedes, weißt du? Mercedes, ja, also alles und foliert. Alles schwarz. Ich glaube, Moshi überlegt das so zu folieren. Wie? Moshi? Moshi? Hast du Moshi gesagt? Moshi! Oh, da liegt Hate in der Luft. Ich riech Beef. Wenn das der gute Moshi hört. Auf jeden Fall glaube ich, der Gute will sein Mercedes so richtig all black folieren. Ja, ich habe das Video gesehen. Ich gucke alle seine Videos. Ich bin kleiner Fanboy. Oh. Kürzlich habe ich in meinen Kommentaren wieder gelesen, so, ey, hast du ein Moji eigentlich Beef? Ich habe mir so, hä, wie kommt das denn? Weil ihr nicht fahrt, bitte. Es entstehen so komische Gerüchte manchmal. So wie Zink wurde abgeschoben. Ja, das ist so merkwürdig. Mann. Auch über mich dann so Gerüchte, wo man so denkt, so, das stimmt nicht. Also bei dir selber weiß ich ja am besten, weil du es bist, um den es geht, so. Ja, ja. Oh Mann. Nee, aber Gerüchteküche kennt man schon damals aus der Schule. Immer. Wer hat was mit wem? Oh. Was ist da passiert? Oh. Aber war ja auch geil. Oh, mein Hinterrad ist irgendwie gerade kurz abgehoben, weil irgendwie da eine kleine Welle war. Hinterrad abgehoben? Ja, ist irgendwie so hoch kurz. So richtig komisch. Wie geht das denn? Da war gerade, das hat sich so angefühlt, da war wahrscheinlich gerade so ein Loch in der Straße und das ist kurz so hochgeploppt. Das ist mega unlogisch, wenn ein Loch da ist. Nein, ist voll logisch. Du studierst doch Physik. Oh ja, da war ja was. Ah ja, das stimmt. Ja, guck mal, die Eisschollen gehen schon weg an der Elbe langsam, ne? Ja. Da hinten, wo gefahren wird, da ist Lass schon... Lass mal Wettrennen über den Strand machen mit den Bikes. Boah, voll geil. Kommt man hier runter? Gestern habe ich den witzigsten Kommentar gelesen und das war... Blackout, wann kommt endlich Brems? Wann kommt endlich... Hast du gesehen, wie er uns noch vorlassen wollte? Voll korrekt. Ja. Hätten wir mal machen sollen, ey. Jetzt sind wir in einem scheiß Bus. Da war in den Kommentaren, wann fahrt ihr endlich Roller in Lederkombi? Ach ja, machen wir. Machen aber wir da safe. Wenn's wenn Arzi kommt, wenn Arzi kommt und ich mal eine neue Lederkombi habe, geil. Okay. Machen wir. Stimmt, das passt ja richtig. Aber dann zieht Arzi uns ja so ab mit seinem Race-Roller. Da haben wir keine Chance.
Nee. Er hat schon gesagt, lass mal Wettrennen machen. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er eine Chance gegen die SNCR hat. Glaube ich auch nicht. Das wäre schon echt aber krass. Das Ding zieht. Hat also 25 PS und wiegt halt gar nichts, ne? Voll krass. Aber das Beste ist immer, hat die Sitzposition. Ja, aber auf dem Roller hast du immer eine scheiß Sitzposition. Wie willst du denn da sitzen? Oh, bitte. Ja, der Bus fährt voll über Rot. Gott sei Dank. Anzeige ist raus. PIDI 580. Der 286 Essener Othmarschen. Ja, und guck, jetzt kommt er da vorne. Oh, fast Unfall. Ja. Haben wir schon wieder einen geilen Titel. Original. Ich hab mir letztens so LKW. Guck mal, stell dir mal vor, du wohnst hier, Junge. Du hast einen fucking Tiger im Garten stehen und du wohnst in so einem fucking Schloss. Da wohne ich. Oh nee, was ist denn das jetzt alles für eine Scheiße? Oh Gott, deswegen. Hä? Junge, übertreib. Unser Antrieb für Hamburg. Toll. Ah, das sind diese Wasserstoffbusse. Ich wollte was anderes sagen. Ich habe mir LKW-Vlogs angeguckt, Leute. Macht das einer von euch auch? Hä, ich habe das gerade gesehen. Das, ohne Scheiß, was auf der Straße da so passiert, ist ja mega witzig. Und da gibt's einen, der, ich weiß den Namen, jetzt kommen alle mit Color wahrscheinlich. German Drug Driver? Irgendwie sowas, der macht voll Klicks. Ja, ich weiß welcher. Ja, und ich weiß auch wieso. Der hat mal über mich in einem Video geredet, glaube ich, oder sowas. Oder wie war das? Und so bin ich auf das Video gekommen. Witzig. Und danach hat er mir so LKW-Vlogs angeguckt. Es war so witzig. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich bin irgendwie von Bus auf LKW irgendwie so. Oh, was ist denn das jetzt? Das sind auch alles die Pinneberger Kennzeichen hier, ne? Nee. Dein Maul! Zum kleinen Joke-Verständnis. Oh. Blackout, du hast Lukas Kennzeichen geleakt. Oh, scheiße. War wieder. Und an dem Foto, was ich heute auf Instagram gepostet habe, folgt mir da gerne mal. Hier bei I am Blackout. Bing, bing, bing. Da auch von der Polizeikontrolle und dann so, fuck Digga, man sieht dein Kennzeichen. Wo ich mir so denke, Junge, hä? Ist das dein Ernst? Immer noch? Wobei, es gab zwei. Das erinnert mich gerade an die Messe. Einer, ich bin euer größter Fan. Wieso, was ist dein letztes Video? Er wusste gar nichts. Und dann der andere, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich erinnere mich an einen, der sagte, was ist dein letztes Video? Und er wusste sogar das Video, was vor einer Stunde gekommen war. Genau. Das war richtig cool. Hashtag treue Landratte. Ja, Mann, so der hatte das sogar auf noch. Ja, stimmt, genau. Das habe ich hier gerade geguckt. warte, Steffo, du bist auf einer Messe. So. Du hast alles Bessere zu tun, als ein YouTube-Video zu gucken. Du kannst so Blackout live sehen, aber er guckt ein Blackout-Video. Erst haben wir das Video gegönnt, klar. Ehrenmann, das ist nur, weil er die Glocke aktiv hat, Leute. Oh gefährlich. Das ist wieder, jetzt nicht, wir haben das gesehen und alles gut, ne? Ja. Aber diese Situation im Sommer, andauernd, gefährlich. Immer. Wenn du da ein bisschen zu schnell unterwegs bist, ne, was als Biker leicht passiert. Und er sieht dich nicht. Oh. Und dann so eine Halbkurve. Und das kostet halt echt nicht viel Zeit, kurz mal auf die linke Spur zu gehen und dann wieder links zu blinken und dann. Nur dass du hier schon mal drauf bist. Ja, das, das macht schon viel mehr aus. Damit die Leute dich auch auf dem Plan haben. Genau. Damit die sehen, okay, du bist da. Solche gefährlichen Situationen passieren einfach immer wieder auf Bikes, ne? Es ist echt krass. Ja. So oft wird man übersehen und so. Jeder, der von euch fährt, weiß das. Jeden Tag, den man fährt, passiert mindestens eine brenzliche, sag ich mal, Situation. Auf jeden Fall. Aber es ist halt wichtig, dass man das weiß einfach. Und halt nicht, im Auto fahre ich auch ein bisschen Brain AFK ab und so durch die Gegend. Und mit dem Motorrad nicht. Da musst du immer hellwach sein. Fokussiert. Aber das ist das Geile am Motorradfahren. Und vorausschauen fahren und so. Und das war das wie mit den Lastwagen. Ich gucke auf den vor mir und auf den davor gleichzeitig. Das habe ich immer im Blick. Ich gucke immer auf die Fußgänger, auf die Gegenfahrbahn auch ein bisschen, sodass nichts passieren kann. Ich habe den Hund gerade im Blick. Ich habe den Hund im Blick, falls süß. Der sich losrennt, der ist echt süß. Falls er dir einen Reifen beißen will. Genau, da muss man dann hellwach sein. Ich glaube, der geht uns, der berührt uns einfach komplett. Der juckt gar nicht. Okay. Ey, die Farbe ist voll geil von dem Fiat, so ein Mintgrün. Ein Kaugummi. Irgendwie ist sie geil. Jo, wahrscheinlich.
Aber ich habe das Gefühl, dass Wheelies gar nicht so negativ ab und zu auf der Straße gesehen werden. Da haben, denken die meisten noch so, boah, krass. Boah, wie geil das aussieht. Junge, also, so ein, der hatte 200, 300 Container drauf oder so. Krass. Das ist so schön an Hamburg. Aber du hast recht, das mit den Wheelies. Und so mehr ich fahre und so besser ich das beherrsche, sag ich mal, umso mehr kann ich das einschätzen. Und es gibt einfach Situationen, wo die absolut ungefährlich sind. So wie da eben jetzt. Ja, ja, ja. Da war nichts, nichts. Und Gegenverkehr hätte auch nichts machen können und so weiter. Und es war bei 20 km/h oder 30 km/h. Eben, deswegen. Und dann nur so auf der Höhe gehalten, sodass man auch direkt wieder unten ist. Weil viele, die sich nicht auskennen, denken, das dauert auch lange, bis man wieder unten ist. Aber man geht vom Gas und man kippt direkt runter. Da ist so eine kleine Verzögerung. Und wenn man diese Verzögerung einfach mit einberechnet, dann finde ich das echt gut. Also hier zum Beispiel, Wheelie wäre scheiße. Du weißt nicht, ist hier hinter ein kleineres Auto, was ausparkt. Ja, ja. Kommt rückwärts auf den Weg, du kannst nicht schnell reagieren. Das stimmt. Passt einfach auch gut zusammen mit der Situation, die wir eben hatten, ne? In der Kurve. Einer fährt rum, chill, da wäre ich 20 km/h schneller gewesen im Wheelie, dann wäre es aber ne? Ja, ja. Deswegen Kurven, Kreuzungen, Einmündungen, Parkplätze, Fußgänger. Wobei hier ein Fußgänger wäre wieder okay, weil hier so eine Balustrade ist und so weiter. Ja, ja, das stimmt. Das muss man einfach abschätzen können. Weil es ist ja an sich wirklich nicht illegal, ne? Nein, aber das die Gefährdung muss halt... Geklärt. Die und Gefährdung, Gefährdung muss ausgeschlossen werden. Genau, und wenn wir die Gefährdung ausschließen, dann ist das auch okay. Eben. So, letztendlich, klar, wenn dann was passiert, dann bist du dann trotzdem ist es am Arsch. Genau, aber weil dann, wenn was passiert, dann war ja eine Gefährdung da, ne? Ja, 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 gut, ja. Wie nennt man das? Ich habe studiert, warte. Die Retro-Perspektive. Ja, genau, oder die Retro-Perspektive. Krank! Auf das Alter, bin ich schlau. Alter, bin ich schlau. Fremdwort. Was für ein geiles Fremdwort. Ja, genau. Von Linguistik her. Oh Gott, das will hör auf oder ich fahr dich um. Aber Linguistik war auch gut, ne? Ja, das war okay. Das hat's wieder ein bisschen rausgeholt. Gerade noch. Ich war schon kurz davor, Anlauf zu nehmen. Ich hab das Gefühl, wir hauen 20-Minuten-Vlogs in letzter Zeit raus. Ich weiß es auch noch nicht. Außer, wobei, letztes Mal im Video wusste ich genau die Minutenzahl. Ja, aber das war richtig krank, echt. Aber jetzt, echt. Aber jetzt könnte ich es gerade schon wieder nicht sagen. Ich glaube, beide Videos von mir, die letzten, waren beide 15 Minuten oder so. Aber bestimmt. Ich hoffe, es ist genauso wie beim Zuschauen einfach. Weißt du, dass die Leute das auch so zuschauen und gar nicht merken, dass es so lange ist eigentlich. Ja. Weil wenn wir jetzt reden, fühlt sich das null so an und ich hoffe, dass es einfach genauso auch rüberkommt. Aber man muss halt aufpassen, dass man dann nicht im Wald mit 20 km/h fährt, wo es dann voll langweilig anzusehen ist. Ich sehe auch da die Kommentare unter dem Video. Ihr fahrt schneller. Oh, die Jungs haben sich richtig erschrocken, glaube ich. Junge, 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 Junge. Wollen wir noch rechts Fotos machen? Das war aber ganz fix gesagt. Ja. Ist bergab oder bergauf eigentlich ein Wheelie noch schwieriger oder leichter? Bergab ist schwieriger. Ja, ne? Bergauf ist leichter. Glaube ich. Also für ich mich, hab keine Ahnung. Rein vom Kopf her. Ja. Bergab ist schwer. Oh, hier? Wollen wir hier? Wow, was? Guck mal da! Nein, das ist sie doch! Welche? Ist das nicht die Daytona? Nein! Die goldene? Die ist nicht so gold. Oh, ich komme hier nicht hoch, glaube ich. Ich will davor ein Foto machen. Passt das? Passt das? Die ist ja richtig geil. Nice, ich habe ein Sumo-Bike. Die bockt ja richtig. Ah, das ist übrigens auch eine 6, lol. Das ist doch niemals... Eine Faggot. ...legal, das Nummernschild. Wieso? Viel zu niedrig und seitlich. Hä, wieso? Diese Seitendinger sind doch legal. Nee, nicht, dass ich wüsste. Bei der Ali und so gibt's doch auch nicht beendet. Lol. Ich lasse jetzt einfach mal an, ich hoffe, das reicht dann alles. Lol. Oder ich beende jetzt das Video. Warte kurz. Okay. Ich hab was! So. Wir haben uns jetzt hier hingestellt, guckt euch mal ganz kurz dieses Motorrad an. Das ist ja weißt du, was geil ist? Die ist perfekt, ne?
Guck, ja, jede einzelne Schraube ist Gold. Gold, das Gold, ist so Gold. Krank, so schön. Nichtsdestotrotz machen wir ein bisschen Fotos, checkt auf jeden Fall unsere Instagram-Profile aus. Und sonst mehr gibt's nicht zu sagen. Ein Däumchen, mehr ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, peace und haut rein, ihr da dran. Pa, 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 pa.